Hallo ihr Lieben, heute möchte ich ein Video dazu machen über das Thema Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Und ich bin darauf gekommen, weil ich ein Video gesehen habe von einer Frau. Ich weiß ihren Namen oder den Namen des Kanals auch schon nicht mehr. Ich habe mir das einfach angeguckt, weil mich der Titel angesprochen hat. Dann habe ich drauf geklickt und da war eine Frau, die hat erzählt, dass sie eben vor kurzem auch so ein Video gemacht hat, alles auf Englisch. Also ich weiß nicht, woher sie kam, aber sie hat Englisch gesprochen. Und sie hätte darauf so negative Kommentare gekriegt. Warum sie denn, ich zitiere, fette Kuh, jetzt über Selbstbewusstsein spricht, obwohl sie das überhaupt nicht machen kann, weil sie ist ja selber dick und sie sollte sich in einer Höhle verstecken und am besten sich nicht vor die Kamera setzen und nichts dazu sagen, bis sie schlank ist. So. Und sie hat sehr positiv darauf reagiert, weil sie gesagt hat, das ist völliger Quark und der Meinung bin ich auch. Selbstbewusstsein hat nichts mit der Figur zu tun, hat im Grunde auch nichts mit dem Aussehen zu tun. Die Gesellschaft versucht uns einfach immer klar zu machen, wir sind nichts wert, solange wir nicht Mascara X und Make-up Y und Kleidergröße so und so tragen. Das stimmt nicht, liebe Leute. Lasst euch so einen Schmarrn überhaupt nicht einreden. Ihr seid immer wer. Es ist scheißegal, wie ihr aussieht. Es ist erstmal primär auch scheißegal, ob ihr jetzt 3 Kilo zu viel habt oder erstmal 20 Kilo zu viel habt oder ob ihr so dünn seid wie das neue Topmodel oder was auch immer. Es ist erstmal überhaupt nicht wichtig. Ihr könnt euch trotzdem etwas wert sein. Ihr könnt auch selbstbewusst sein. Es muss nicht sein, dass ihr super schön seid, super schlank seid, die tollsten Klamotten tragt, die beste Schminke im Gesicht habt. Das ist alles erstmal nicht wichtig. Wichtig ist, was seid ihr euch wert? Und ein Stück weit auch, versteckt ihr euch hinter Markenkleidung oder Make-up oder so. Ihr seht bei mir in den Videos, ich bin nie geschminkt. Ich habe das relativ früh aufgehört. Einfach, weil es mich genervt hat und meine Haut im Gesicht, wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, nicht die beste ist. Aber trotzdem fühle ich mich nicht weniger wert. Es ist jetzt sogar andersrum ein Stück weit, wenn ich mich jetzt mal schminke mit Make-up und Mascara und Lidschatten und so weiter und so fort, dann komme ich mir komisch vor. Ich komme mir vor wie jemand anders. Dann bin ich nicht mehr ich. Und ich sage jetzt mal ein Stück weit, ist dieses ganze sich schminken und in die Klamotten schlüpfen irgendwann dann auch angewöhnt. Also wenn ihr das nicht mehr macht, kommt ihr euch komisch vor. Ich sage jetzt auch nicht, wenn ihr super schön schlank seid und euch schminkt und die besten Klamotten anhabt, dass ihr nichts wert seid, um Gottes Willen. Ihr seid genauso viel wert wie alle anderen auch. Und das ist halt die Sache, die ich an der Gesellschaft auch ein bisschen kritisch hinterfrage. Warum muss man Leute, die nicht so sind wie alle anderen, immer niedermachen? Warum muss ich sagen, oh, du hast 3 Kilo zu viel, du bist fett, zieh bloß keine kurze Hose an und auch kein T-Shirt und geh am besten gar nicht mehr aus dem Haus. Es ist völliger Quatsch. Also ich kann es nur noch betonen, ihr seid auf jeden Fall was wert. Es kommt ein Stück weit auch drauf an, seid ihr lustig oder seid ihr intelligent oder seid ihr was auch immer. Ich meine, jeder hat seine Stärken und natürlich hat jeder auch seine Schwächen. Aber so ist das Menschsein eben. Man ist auch nicht perfekt. Das kann man gar nicht sein. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde Menschen, die ihre Ecken und Kanten einfach mal zeigen und ja, darüber auch einfach mal hinwegsehen. Ich meine, ich habe auch keine super tolle Figur und auch bin ich nicht die Hübscheste. Ja, und? Ich trage auch keine Markenklamotten, aber das interessiert mich alles nicht. Ich weiß ein Stück weit, wer ich bin. Und ich mag mich so, wie ich bin. Und ich habe Freunde, die tun das genauso. Ich habe einen Freund, der liebt mich so, wie ich bin. Und ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht verstellen. Und das möchte ich einfach nur an euch auch plädieren. Seid ihr selbst. Lasst doch die Gesellschaft und die Leute reden, was sie wollen. Auch ich kriege Kommentare, da, wenn ich über Freeletics rede, dass ich doch am besten die Klappe halten soll, weil ich so fett und hässlich bin. Das ist mir aber völlig wurscht. Derjenige kann denken, was er will. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich mache. Und das, was ich mache, macht mir Spaß. Also kann derjenige schreiben, was er will. Also liebe Leute, die immer Kommentare drunter setzen, sie interessieren mich nicht. Ich habe ein Umfeld, das ist stark, ich bin stark, weil ich weiß, wer ich bin. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Lasst euch dann nicht beirren, um Gottes Willen, ihr müsst nicht so sein wie alle anderen, ihr müsst nicht so sein, wie euch die Leute sehen wollen, sondern ihr seid ihr. Und damit, wenn ihr euch wohlfühlt, weil ihr ihr sein könnt, strahlt ihr auch ein ganz anderes
Selbstbewusstsein aus. Die Leute gehen ganz anders auf euch zu. Ja, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen geholfen, auch mal vielleicht ein Stück weit drüber nachzudenken, wer ihr seid oder auch wer ihr sein wollt. Ich meine, auch wenn ihr 20 Kilo zu viel habt, natürlich ist es schön und gesundheitlich natürlich auch besser, wenn ihr den Willen und den Mut und die Kraft dazu habt, abzunehmen und es dann auch tut. Und natürlich fühlt ihr euch dann noch ein Stück besser, einfach weil die Gesellschaft das dann wieder anders sieht. Aber trotzdem seid ihr auch mit 20 Kilo zu viel nicht minderwertiger als alle anderen. Lasst euch sowas nie einreden. Wirklich nicht. Das ist ganz schlimm. Lasst euch sowas nicht einreden. Ihr seid was, ihr seid gut, ihr seid toll, ihr seid lustig, ihr seid witzig, ihr seid klug, ihr seid intelligent, ihr seid einfach Menschen, so wie wir alle. Mit Stärken und mit Schwächen. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meine Meinung zum Selbstbewusstsein rüberbringen. Ich hoffe auch, dass es Leute gibt, die sich das ein Stück weit zu Herzen nehmen. In dem einen Sinne, dass sie sagen, okay, ja, du hast recht, ich bin was. Oder auch auf der anderen Seite zu sagen, okay, warum verarsche ich die eigentlich immer alle? Das ist doch auch Schmarrn. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.